Oder besser gesagt, das ist die Fläche vom Frühjahr mit dem Flug. Die vom 25. September kann es ja nicht sein. Die haben wir im Frühjahr letztes Jahr gemacht mit dem Flug und wieder angesät. Der ein oder andere Schritt, weil er denkt, das hier ist Ampfer, die breiten Blätter. Kann ich aber enttäuschen, das ist kein Ampfer. Wir haben da was versucht. Wir haben den Futter-Chicorée mit reingesät. Weiß nicht, ob Chicorée jedem was sagt. Chicorée ist eigentlich ein Tiefwurzler. Das heißt, wenn es mal trocken wird, dann kommt der Chicorée richtig in Fahrt. Wenn er wirklich 30, 40 Zentimeter tief wurzelt. Das ist eine Fläche, die ist ein bisschen lang, das sieht man jetzt nicht. Da ist jetzt sehr kiesig. Und da hat der Chicorée seit letztem Frühjahr wirklich ordentlich Blattmasse gemacht. Ja. Also man sieht es ja deutlich. Ich bin mal gespannt, wie sich der die nächsten Jahre verhält. Wenn die Sommer trockener werden, nicht so wie letztes Jahr, wo es uns zu nass war, aber gerade in diesem Standort, wo es wirklich etwas kiesig ist, dann glaube ich, dass dieser Chicorée da Vorteile hat. Sind wir mal gespannt. Sieht zwar aus wie Ampfer, das Blatt, aber es ist Chicorée. Oder halt einmal so an der anderen Stelle, wo man kein Chicorée sieht, das ist dann schon ordentlich eine Fläche, wo man, sage ich mal, letztes Frühjahr, Frühjahr 21 saniert hat, und einem Hauptsturm mäht, ist dann schon relativ, da bin ich dann schon relativ glücklich drauf, sage ich mal. Ja. Weil das sieht halt aus auf dem Boden und dann die Acker. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.